Können Daten heilen? Gefahren der elektronischen Patientenakte. Bis 2025 sollen 80% der gesetzlich Versicherten über eine elektronische Patientenakte, kurz EPA, verfügen. Gleichzeitig sollen Gesundheitsdaten, beispielsweise von Arztpraxen und Krankenkassen, breitflächig zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Das sind konkrete Ziele einer Digitalisierungsstrategie für Gesundheit und Pflege, die Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach vorgelegt hat. Zwei konkrete Gesetzesvorhaben folgen dieser Idee. Das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, mit dem Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen werden sollen. Das Digitalgesetz sieht unter anderem verpflichtend vor, dass seitens der Kassen für jeden gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte eingerichtet wird. Nur mittels Widerspruch des Versicherten, dem sogenannten Opt-out, kann dies verhindert werden. In dieser Akte sollen Gesundheitsbefunde, Medikationslisten, aber auch zum Beispiel der digitale Impfpass und der digitale Mutterpass gespeichert werden. Dadurch soll Zeit gespart, Doppeluntersuchungen vermieden und Prozesse im ohnehin überlasteten Gesundheitssektor vereinfacht werden. Gleichzeitig soll durch künstliche Intelligenz die sogenannte Telemedizin ausgebaut werden, angeblich um dem Fachkräftemangel und schlechter medizinischer Gesundheitsversorgung zu begegnen. Seit einigen Jahren bin ich als Hebamme im Gesundheitswesen tätig und ich muss sagen, dass mich diese Gesetzesentwürfe kritisch stimmen. Erstens, jeder Mensch ist individuell und lässt sich niemals als Durchschnitt darstellen. Weder die EPA noch sonstige KI oder Telemedizin können eine persönliche Anamnese und Befunderhebung durch einen denkenden, fühlenden und sehenden, ausgebildeten Menschen ersetzen. Die Anamneseerhebung ist in den Gesundheitsfachberufen das Kerngeschäft und dient dem Beziehungsaufbau, der für die Begleitung und Behandlung bei Krankheit oder in meinem Fall Schwangerschaft wichtig ist. Durch zunehmendes Ersetzen dieser Gespräche und Untersuchungen durch Technik, durch den Blick auf Apps und computergenerierten Diagnosen und Empfehlungen wird die Kunst und das Handwerk der Gesundheitsfachberufe entwertet und verlernt. Gleichzeitig geht das Bauchgefühl und die gesundheitliche Selbstverantwortung des Patienten verloren. Zweitens, das Missbrauchspotenzial bei flächendeckender Gesundheitsdatensammlung ist extrem. Impfungen, bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, der allgemeine Gesundheitsstatus, das alles kann so viel einfacher erfasst und überwacht werden und auch zu gesellschaftlicher Stigmatisierung und Ausschluss führen. Wie das funktioniert, das sehen wir in den Ländern, denen wir in der Digitalisierung hinterherhinken, wie Herr Lauterbach gerne jammert. China zum Beispiel mit ihrem Sozialpunktesystem, Israel mit dem grünen Pass, der während der Covid-Zeit Ungeimpften den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen verwehrt hat und so weiter. Dem Nutzer wird gesagt, er habe die volle Kontrolle über seine Gesundheitsdaten und könne selbst entscheiden, wer Zugriff hat oder nicht. Aber die Daten werden auf zentralen Servern und Clouds weniger großer Anbieter gespeichert. Was einmal im Netz ist, bleibt im Netz. Hier nur ein paar Beispiele für Datenlecks von Gesundheitsdaten in letzter Zeit. 2014 bis 2017. Über 130 Millionen gehackte elektronische Patientenakten in den USA. 2018. 3 Millionen gehackte elektronische Patientenakten in Norwegen. 2019. Tausende private Daten von HIV-Patienten in Singapur wurden veröffentlicht. 2020. Tausende Psychotherapiepatienten in Finnland wurden mit ihren Daten erpresst. 2021. Hackerangriff auf urologische Klinik Planegg, Datenlecks bei Corona-Tests, Daten von 500.000 Patienten im Netz in Frankreich, Hackerangriff auf Datensysteme des irischen Gesundheitssystems und so weiter. Auch Politik und Industrieverbände haben großes Interesse an den Daten. Hier ein Zitat des Ärztenachrichtendienstes vom Juli 2021. Dass eine zentrale Sammlung von Gesundheitsdaten, wie sie durch die elektronische Patientenakte geschehen soll, Begehrlichkeiten weckt, kommt wenig überraschend. Am Dienstag forderten mehrere Industrieverbände gemeinsam einen leichteren Zugang zu den Daten. Nun möchte die EU-Kommission einen europäischen Gesundheitsdatenraum schaffen. Ihr Ziel, die internationale Industrie, Forschung und öffentliche Institutionen sollen das Potenzial der Daten nutzen können, um zum Beispiel während einer Pandemie bessere Entscheidungen treffen zu können. Drittens,
Zu guter Letzt bleibt zu bedenken, dass die Telematikinfrastruktur immer internet- und technikabhängig ist, was nicht nur gesundheitlich kritisch stimmt. Beispielsweise denke man an all die Strahlenbelastung durch Smartgeräte wie iWatches, Tracker, Smartphones etc., die für diese Infrastruktur benötigt werden. Nein, auch bei technischen Störungen, bei Hackerangriffen, Blackouts, Fehlprogrammierungen oder Bias kann dieses System zu massiven Behandlungsfehlern oder im schlimmsten Falle zu schweren gesundheitlichen Schäden und Tod führen. Wegen eines Hackerangriffs auf die Uniklinik Düsseldorf konnte zum Beispiel eine Patientin nicht rechtzeitig behandelt werden und ist darob verstorben. Darum, liebe Zuschauer, mein Plädoyer. Dieses System darf nur eingeführt werden unter folgenden Bedingungen. Erstens, Freiwilligkeit muss gegeben sein. Zweitens, kein Ersetzen von guter Behandlung und Anamnese durch Apps und KI. Drittens, keine Ausbeutung der Daten durch Politik oder Industrie. Solange das System dies nicht bietet, rate ich dringend an, rechtzeitig zu widersprechen, bevor die Akte automatisch angelegt wird. Bis Ende des Jahres 2023 kann noch jeder seiner Krankenkasse einen einfachen Brief zukommen lassen und dem Anlegen einer EPA widersprechen. Ein Musterbrief ist unten angehängt. Wir brauchen ein auf Heilung ausgerichtetes, menschliches, empathisches Gesundheitssystem. Nicht ein industriell ausgerichtetes Datenkrakensystem, welches sich an unserer Krankheit bereichert und der Gesundheit scheinbar nur zweite Priorität einräumt.